Einen wunderschönen guten Tag. Live aus Nürnberg meldet sich 22 Zuhören heute. Wir sitzen gemeinsam in unserem Burgenzimmer, was wir zum Podcast-Studio umgebaut haben. Wir, das sind die Hanna, Hallo. der Dino Moin. und ich bin der Andi. Und zu Gast haben wir jemanden heute, das ist die Iris. Die Iris ist 20 und kommt aus Vechta. Und die macht eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Hallo Iris. Moin. Du machst jetzt schon seit einem Jahr deine Ausbildung zur Hauswirtschaft. Was machst du so in deiner Ausbildung? Ich bin schon übrigens im zweiten Jahr. Da wird gemacht, wie man Essen austeilt, wie man Kaffee und Tee kocht, wie man mit fremden Menschen anspricht. Und dort wird halt viel über halt gelernt, wie man halt sich richtig anzieht, wie mit Arbeitskleidung wird erklärt, in Ruhe, dann wird da viel gemacht und auch da wird auch Praktikas gemacht und halt darüber gesprochen, ob man die Möglichkeit hat, dort zu arbeiten und ob man es möchte und ob man vielleicht auf dem Arbeitsmarkt arbeiten kann. Wie bist du zu dieser Ausbildung gekommen? Also wie, ja, hast du die gefunden? In meiner vorigen Ausbildung bin ich nicht mehr klargekommen und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob die was wissen noch. Und dann halt sind wir darauf gekommen, dass ich dort arbeite, weil dort sind auch Leute, die mehr verstehen können und halt dort läuft es auch besser. Und dort, das ist das Andreaswerk, ist das, gell? Kannst du kurz erklären, was das Andreaswerk macht? Andreaswerk ist ein Menschen mit Behinderung. Dort arbeiten Leute mit einer Behinderung. Da sind Leute mit Rollstuhlfahrer und nicht mit Rollstuhlfahrer. Die haben auch Anfälle oft und können auch nicht richtig laufen oder halt nicht vieles machen. Die liegen auch teilweise nur. Und die machen quasi die Ausbildung für verschiedene Berufszweige auch für Menschen, die eine Behinderung haben. Dort arbeiten die auch. Also, weil ich bin da auch, weil ich habe eine Gehbehinderung, eine leichte. Und dort bin ich dann auch. Und die verstehen das auch mehr. Wenn ich zum Beispiel mal sage, ich kann nicht mehr oder ich brauche meine Pause, die verstehen das mehr, als wenn ich jetzt in der normalen Ausbildung wäre. Und was macht dir in deiner Ausbildung am meisten Spaß? Mit den Leuten gut klarzukommen. Also da kann man sich besser sie verstehen. Man findet dort einfach auch viele Freunde mehr. Ja, wie sieht denn da so dein Tagesablauf aus? Also, was machst du da und Morgens wird erst gefrühstückt, alles aufgebaut fürs Frühstück. Dann wird für den Tag gesprochen, was gemacht wird, wer was macht. Und dann legen wir dann los, machen wir meistens was. Und manchmal kochen wir auch selber was. Also machen wir viel. Also wenn wir schaffen, uns einkaufen zu fahren, machen wir auch selber kochen. wie sind so deine Arbeitszeiten? Im Montag bis Mittwoch bis von 8 nach 10 bis halb 4, Donnerstag und Freitag von 8 Uhr 10 bis halb 3. Jetzt ist noch die Frage, bist du in der Schule und wenn ja, was lernst du da für die Arbeit in der Schule? Ja, ich gehe auch noch Mittwoch meinte ich zur Schule. Da lernen wir Hauswirtschaft, Mathe, Politik
und verbessern es quasi nochmal, um halt besser durchzukommen. Echt Politik? Ja. Wofür braucht man als Hauswirtschafterin denn Politik? Das ist so hauptsächlich nebenbei so ein Nebenfach. Dann quasi, wenn man zum Beispiel nicht so gut in Mathe ist, kann man dazu Pluspunkte sammeln. Also deswegen kein richtiges Zeugnis geben, aber man kann sich dadurch mehr erfassen. Also ist eher so was Allgemeinbildendes, ja, dass man weiß, wie funktioniert die Politik in Deutschland? Ja. Okay. Und wie lang ist dein Arbeitsweg? Also wie kommst du zu deiner Ausbildung? Wie besprochen, da gibt es so einen Jugendhof extra, da werden ein paar Leute eingeladen, die es dann auch so weit schaffen können. Und dann wird besprochen, ob man dort bleibt oder zum Beispiel in Außenarbeitsbereich geht. Außenarbeits bedeutet, da kann man die Leute von der Arbeit, die sind noch da, aber ich darf mit denen zusammen auf den Arbeitsmarkt gehen. Und so. Und ich glaube, die Hanna wollte fragen, wie weit musst du morgens fahren, wenn du zur Arbeit gehst? Ist das direkt um die Ecke oder? Nein, ich fahre mit dem Bus. Und wie weit? Ich fahre eine Viertelstunde. Okay, also das ist ja ziemlich nah dran. Ja, das ist auch besser. Ich glaube, das sagt das Andreaswerk auch, dass die möglichst regional die Leute ausbilden möchten und dass die nah dran sein wollen, dass man nicht 2 Stunden unterwegs ist jeden Morgen. Ich hätte noch eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass man verschiedene Praktikas macht. Was für welche hast du schon gemacht? Ich habe noch keine gemacht. Das wird dieses Jahr ein bisschen verlegt, weil wegen Corona viel. Sonst habe ich mir schon überlegt, beim Cafeteria gibt es beim Hauptwerk und in der großen Küche werde ich noch machen. Ja, super. Vielen Dank, Iris, dass du da warst. Das war es auch schon mit unserem Kurzinterview zum Thema Ausbildung. Wir machen jetzt gleich weiter mit der nächsten. Wir bitten auch gerade mal zu entschuldigen, dass es hier immer so ein bisschen donnert. Das ist die Tür. Wie gesagt, improvisiertes Podcast-Studio. Und neben uns ist ein großer Saal, in dem eigentlich gar nichts stattfindet heute. Aber trotzdem laufen ganz viele Leute durch. Es ist ein Riesentrubel bei den Herbsttagen und das ist ja irgendwie auch schön, dass man sich wieder persönlich treffen kann. Also nochmal danke, Iris. Wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal dieses Wochenende und schön, dass du mitgemacht hast. Tschüss. 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 So, und dann sind wir jetzt hier auch schon bei unserem zweiten Gast. Wir haben ein bisschen durchgewechselt. Anstatt dem Tino ist jetzt die Antonia da. Hallo Antonia. Hallo. Hanna ist immer noch da. Hi. Ich bin immer noch der Andi. Und die Leonie sitzt bei uns. Hallo. Die Leonie ist 18 Jahre und macht eine Pflegeausbildung, ist im zweiten Ausbildungsjahr im Aventinum Rabenau. Das ist in der Nähe von Freital und das ist in der Nähe von Dresden, in Sachsen. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Passt. Du bist jetzt im zweiten Lehrjahr und machst Pflegefachkraft. Und wie ist das so in deiner Ausbildung? Was machst du da so? Ich pflege die Bewohner, die ich dort habe. Betreue sie und wenn sie Bedürfnisse und Wünsche haben, erfülle ich sie auch möglichst. Wie bist du eigentlich von der Ausbildung gekommen? Also wer hat dich dazu hin mitbegleitet? Ich war in der 9. Klasse in einem Altenheim, da habe ich die Bewohner betreut. Und seitdem wollte ich Pflegefachkraft werden. Also ich habe dann noch ein FSJ gemacht und dann bin ich zum Pflegefachkraft gekommen. Und was macht man in meinem FSJ? Also was ist das? Da machst du jetzt nicht so
wie jetzt in der Ausbildung, dass es mehr Betreuung und auch ab und zu mal Putzen und Wäsche einräumen zum Beispiel. Ja, und vielleicht auch ab und zu mal einer Pflegefachkraft über die Schulter gucken, was die so den ganzen Tag macht. Wie ist denn dein Tagesablauf? Also, was fängst du an? Also in der Früh habe ich erstmal die Übergabe, was so nachts alles passiert ist, ob das mit den Bewohnern alles gut geht oder ob da was schiefgelaufen ist. Dann gehe ich zu den Bewohnern und mache die Grundpflege, also waschen und anziehen. Manchen reiche ich dann auch das Essen zum Frühstück. Und ja, dann ist das Mittagessen dran und nachmittags ist noch ein bisschen Betreuung zu den Bewohnern. Was macht ihr da besonders viel Spaß? Besonders viel Spaß macht mir, dass die Bewohner so offen sind manchmal und dass wir auch viel Spaß haben manchmal und ein bisschen Quatsch machen, wenn wir bei der Grundpflege sind. Und ja, also das Allgemeine. Also mir macht alles viel Spaß, aber dass man auch mit den Bewohnern viel Quatsch machen kann und dass da auch einige sehr offen sind, das gefällt mir am meisten. Was war denn die anstrengendste Situation bei deiner Arbeit? Die anstrengendste Situation war tatsächlich das Waschen im Bett. Wenn du einen Bewohner hast, der im Bett ist und auch noch steif, dann ist das schon sehr anstrengend, auch zumal wenn du alleine bist und den nicht richtig rumkriegst und an bestimmte Stellen kommst. Kann dir da keiner helfen? Müsst ihr das immer alleine machen oder macht ihr das immer alleine oder auch mal zu zweit? Nicht immer, nein. Es kommt drauf an, wie viele vom Pflegepersonal da sind und ob die dann mithelfen können oder nicht. Merkst du, dass es irgendwie einen Notstand gibt oder dass es zu wenige Pflegende gibt auf deiner Station, ja, dass ihr oft an die Grenzen kommt? Ja, also ich merke das schon. Ich bin ja jetzt in einem anderen Einsatzort und auch da gibt es extrem Personalmangel. Und das wirkt sich auch manchmal auf uns Azubis aus. Also wenn wir dann auch mal alleine rennen müssen oder mehr Bewohner machen müssen als üblich, das ist schon, also es hat auch Auswirkungen auf uns Azubis. Wie viele Bewohner musst du so am Tag machen? Also ich bin für alle Bewohner zuständig, also wenn es klingelt, gehe ich immer mal hin zu den Bewohnern, wenn ich Zeit habe. Zu betreuen habe ich jetzt insgesamt ja vielleicht 7 oder 8 Bewohner, die ich dann auch mache. Du bist ja auch noch in der Berufsschule. Was lernst du da? Also, was bringen dir die da im Unterricht bei? Also bei uns gibt es jetzt keine Fächer in der Schule, sondern Lernfelder. Eins ist zum Beispiel die Kommunikation mit den Bewohnern. Das ist ja auch so eine Sache, mit Mimik und Gestik kann man ja auch schon sehr viel bewirken, wie sich das dann ja, auswirkt. Dann gibt es noch die Biografiearbeit, also wie man Bewohner in einem Gespräch so ein bisschen ausfragen kann, wenn der jetzt nicht so viel von sich preisgeben will. Und ja, also ja. Und Biografiearbeit ist dann eher so, du unterhältst dich mit dem, über was sein Leben so bisher, wie das war. Aus welchem Grund macht man das?
Also die Bewohner, zumindest stationär, die bleiben ja eine ganze Weile bei uns. Und da müssen wir schon wissen, was die früher zum Beispiel für Beruf gemacht haben oder wie sie gelebt haben, ob sie jetzt auf dem Hof gelebt haben oder in der Stadt oder ob sie Haustiere hatten, wie sie gestellt waren, damit man einfach auch die Grundbedürfnisse, zum Beispiel, ja, die Bewohnerin hat sich jetzt zweimal Oberkörper gewaschen, dass man das dann auch weiterhin so machen kann, damit sie sich, trotz dass sie bei uns ist, auch wohlfühlen. Okay. Und brauchst du lange bis zu deiner Arbeit? Ist die gleich um die Ecke oder brauchst du ein Stück? Zu meiner Arbeit brauche ich nur 10 Minuten mit dem Bus. Entspannt. Ja. Wie sind denn eigentlich deine Arbeitszeiten? Also arbeitest du Vollzeit oder halb? Ich arbeite Vollzeit, also 8 Stunden jeden Tag. Ja, es kommt drauf an, wann ich Dienst habe. Meistens Frühdienst, der geht von 6 bis 14.30 Uhr. So, und dann hast du jetzt, also bist jetzt im zweiten Lehrjahr, das heißt, du hast deine komplette Ausbildung, machst du jetzt zu Corona-Zeiten? Ja. Und ich weiß ja noch aus 2020, wo ganz viele Leute auf dem Balkon gestanden haben und haben für euch applaudiert. Erinnerst du dich daran? Hast du das mitgekriegt? Nee, nicht wirklich. Nee. Hat man nicht so mitgekriegt, gell? Es war so ein Versuch, euch Respekt zu zollen, dass ihr so einen krassen Job macht, für den ja auch, wo viele sagen, das wäre nichts für mich, aus welchen Gründen auch immer. Hast du einen Corona-Bonus gekriegt? Nein. Also ich bin ja jetzt erstmal nur Azubi und die haben das jetzt erstmal nur für die Pflegekräfte und Pflegefachkräfte, die auch wirklich eingestellt sind, gemacht. Und bei uns Azubis habe ich noch nicht gekriegt. Ja. Schade eigentlich. Ja. Werte Regierung. Hier könnte man Leute echt motivieren, weiterzumachen. Jetzt hast du viele, ist vielleicht ein bisschen blöd, jetzt auf, du hast gesagt, dir macht eigentlich alles Spaß. Glaube ich dir nicht. Es gibt doch bestimmt auch Sachen, die eben keinen Spaß machen. Vor allem die Unhöflichkeit von manchen Bewohnern. Wenn dich jetzt, ja, keine Ahnung, jemand anpflegt oder wenn du irgendwas richtig machst, deiner Meinung nach, und trotzdem dem Bewohner nicht gefällt, das ist dann auch nicht so schön. Aber so, was mir jetzt noch so, fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Weil die Hanna hat vorhin gesagt, sie hat auch ein Praktikum gemacht und die hat es ja, also ein Praktikum in der Pflege, und du hattest ja eher gesagt, so ist nichts für dich. Nee, gar nicht. Wie gehst du mit sowas um? Also hast du so Tipps? Für was? Na, halt so bei den Gerüchen so von den alten Leuten und so. Zurzeit haben wir ja die Masken. Die decken das schon ein bisschen ab. Ich kau meistens noch Kaugummis, also so, dass man es natürlich nicht sieht, aber das ist auch hilfreich. Oder einfach, also ich sehe drüber hinweg einfach, ich gehe einfach rein, mache den Bewohner, also nicht zu hektisch, aber schon ein bisschen schneller als jetzt bei einem anderen Bewohner, wo es jetzt nicht so riecht, und gehe dann wieder raus, ein bisschen an die frische Luft und dann geht's weiter. Cool. Leonie, ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Das war ein richtig schöner Einblick, das war ein cooles Interview, finde ich. Finde ich auch. Und das war's jetzt mit unserer Ausbildungsfolge hier aus Nürnberg. Wir gehen jetzt auf die Suche nach weiteren Interviewpartnern. Das hört ihr aber in der nächsten Folge von 22 Zuhören. Wir sagen Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.
Musik.